Willkommen zurück zu Stellaris und wir haben eine Wächtermatrix gefunden, einen uralten Aufseher, ein Schwarmbewusstsein, ein Gestaltbewusstsein, Entschuldigung. Und Basti macht sich aber noch keine Sorgen, oder? Machst du dir Sorgen? Hallo Dennis, nö, ich, wenn das weit weg von mir ist, nö. Also weiß gar nicht, wo das ist, ich kann ja mal gucken. Die haben eine Ringwelt. Ach, guck mal, das ist so ein erwecktes Reich. Ja, das ist ganz weit weg von dir, das ist am anderen Ende der Galaxie. Das ist sicher. Ganz gut schön. Ja, ja, einfach direkt neben mir. Ah, cool. Ja. Nee, die sind eher nah dran an mir. Die sind quasi meine Nachbarn, nicht deine. Grüße, gleichgesinnte synthetische Wesen. Ihr nähert euch dem Territorium von 001 Continuance. Diese Systeme fungieren als Zufluchtsort für fühlende organische Wesen gegen die Bedrohung. Alle biologischen fühlenden Wesen im Refugium stehen unter dem Schutz der 001. Übergriffe auf Flüchtlinge, Habitate oder Stasiskammern werden nicht toleriert. Das Wächterprotokoll begrüßt Unterstützung in Form von Rechenleistungen, Ressourcen und Kriegsmitteln. Stellen Sie für weitere Details eine Subrobverbindung mit der Zentralverarbeitung her. Also es ist so eine Art Robotervolk, das irgendwie eine biologische Spezies beschützt in ihrem Territorium. Eigentlich auch mal ein interessantes Konzept. Sonst sind ja Roboter dann irgendwie immer eher so ein bisschen böse gesonnen, den organischen Wesen. Oder denken, dass sie sie beschützen, aber in Wirklichkeit machen sie das Gegenteil. Aber das scheint ja hier tatsächlich mal ein ernsthafter Versuch zu sein. Naja, weiß ich nicht. Stell dir vor, du wärst so ein Wesen von denen, bist die ganze Zeit in so einer Stasiskammer gefangen, aber freilassen, warum denn? Ja, okay, ist schon auch ein bisschen doof. Hast recht. Ich nehme alles zurück, sie sind böse, sind das pure Böse. Sollten sie sofort töten. Erinnert mich ein bisschen so an Wall-E. Ja, okay. Jetzt, wenn du das so sagst, dann klingt's gar nicht mehr so schön. Machst mir die ganze Stimmung kaputt. Du hast das vorgelesen. Ja. Mit der Stasiskammer, wenn man die berührt, denn... Ja, okay. Gibt's Ärger. Ist vielleicht doch gar nicht das... Man könnte sie vielleicht befreien, so. Ups. Ist vielleicht doch gar nicht das Paradies. Na gut. Oh, jetzt kommt wieder eine große Schlacht. 3900 gegen 2600. Und es ist schön bunt. Alles orange, rot, lila, grün. Und es sieht für mich ganz gut aus eigentlich. Ja, ich habe gewonnen. Es sieht nicht nur ganz gut aus, es sieht sogar sehr gut aus. So, so, die Kollegen möchten also tatsächlich Frieden schließen mit mir. Ich weiß ja nicht, ob ich da Bock drauf habe. Weiß ich auch. Wobei, ich bin jetzt schon auch schon bei 90%, aber ist ja egal, ich kann ja meine Kriegsmüdigkeit auch auf 100 steigen lassen. Und einfach mal warten, was passiert. So. Einflusskosten. Ja, machen wir das. Ich habe bald keine Energie mehr, das ist nicht so geil. Da müssten wir mal was gegen tun. Aber ich überlege mir gleich was. Jetzt mache ich die hier erstmal fertig. Construction complete. Oh, immer diese blöden Transportschiffe, die trifft man immer ewig nicht. So, jetzt. Wie viele Garnisonen sind hier? 3, mein Gott. Landen, Planet erobern, fertig. Planetary Settlement Procedure initiated. Ja, nächster Planet wird besiedelt. Sehr gut. Very good. Was brauche ich denn an Forschung? Ich brauche Sozialforschung. Und da machen wir dann Physik. Oh, hier kann ich viel ausbauen. Uiuiui. Bauen wir erstmal die ganze Energie aus. Das brauche ich am dringendsten. Energie. Es ist ja doch eine ganze Menge Energie da. Oh, hier, alle Forschung ist gleichzeitig fertig. Meine Güte. Dann erforschen wir den Disruptor. Das sollte recht schnell gehen. Und dann mal als nächstes die neue Durastahl-Panzerung. Communications Alert. Communications Alert. Construction complete. Haben wir es bald? Ach, wir haben den Planeten schon erobert. Sehr gut. Dann fliegen wir mal hier weiter und holen uns mal den Kram. So, mein Krieg ist vorbei. Dein Krieg ist vorbei. Was hast du denn Schönes gewonnen?
drei Systeme oder so, ne? Kann das sein? Zwei Planeten und drei Systeme. Ja, ist doch gut. Das war doch die, wo ich jetzt Anspruch aktuell drauf hatte. Ja. Ja, ich habe ja hier irgendwie auf 8, 9 Systeme von ihm Anspruch erhoben, also ich kann schon noch ein bisschen mehr kriegen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen schnell bin. Ich habe ja leider nur noch ein paar Minuten. Wahrscheinlich nicht mal mehr Minuten. Weil dann irgendwann ja das Kriegsdingens auch auf 100 ist wieder. Dann ist schlecht. Mhm. So. Ja, jetzt wird es gleich vorbei sein. Jetzt muss ich hier nochmal kämpfen gegen so eine kleine Shitflotte von ihm. Ach Mist, ich habe keine Energie mehr. Deswegen ist meine Flotte so schwach. Und ich habe trotzdem gewonnen, obwohl meine Flotte durch hier Energiemangel geschwächt ist. Ah, interessant, was mit den Bewohnern des Planeten passiert. Weil es sind ja Pflanzen, glaube ich, die verschmelzen einfach mit dem Energienetzwerk des Planeten, weil die bei mir ja nicht überleben können. Ja. Okay. Ja. Das ist interessant. Interessant. So, hole ich mir jetzt hier nochmal. Ja, ist ja gut. Mann, jetzt lasst mich halt diesen Krieg schnell hier noch gewinnen. Ja, den repariere ich die. Und... baue den. Ja, klar, das passt sich sogar recht gut. So. Jetzt hätte ich gerne hier das System noch. Dann bin ich glücklich. Wenn ich die zwei Systeme hier noch kriege, dann ist alles gut. Komm, lasst mir die paar Sekunden noch. Gebt mir doch noch ein paar Sekunden, bitte. Ja, ich hoffe nur, dass der Planet so lange die Bewohner am Leben lässt, bis meine Roboter gebaut ist. Ja, sonst gehört er nicht mehr dir, das ist dann scheiße. Ja, dann das gehört er mir überhaupt nicht mehr. Ja. Das wäre sehr, sehr blöd. Das wäre genau der Fehler, lieber Dennis. Das wäre überhaupt nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut, da hast du recht. So. Komm, schnell, mach das kaputt. Na, komm, der hat doch nichts mehr. Das bisschen Hülle. Mach's weg. Ja, super. So, nächstes System. Das hätte ich gern noch. Bitte das System auch noch holen. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ja, noch lässt er mir ein paar Sekunden, aber irgendwann ist ja der Krieg automatisch vorbei, wenn die Kriegsmüdigkeit zu lange auf... Wenn deine zu voll ist. Ja, ist klar, ist ja jetzt auf 100. Schon seit 2, 3 Minuten. Seine ist schon lange auf 100, meine ist jetzt halt. Ja, oder? Es geht dann um deine nur noch. Ja, ist klar. Seine ist ja vollkommen egal. Aber noch lässt er mir ein paar Sekunden. Ich habe noch die Chance, hier das System einzunehmen mit dem deaktivierten Sternentor, was ich relativ geil finde, weil deaktivierte Sternentore sind jetzt nicht gerade wertlos. Gerade im späteren Spiel. Wenn man sich bedenkt, wie viel es kostet, so ein Ding zu bauen von Grund auf, so ein Sternentor. Was ganz schön teuer ist, so ein Teil. 10.000, glaube ich, initial und dann 15.000, um es auszubauen. Also muss 10.000, um die Baustelle zu eröffnen und 15.000, um das Sterntor dann zu errichten. Das ist schon relativ beachtlich. Okay. Also ich finde das immer relativ teuer und das, also wenn man bedenkt, dass es 25.000 kostet und du davon ja irgendwie nicht nur eins baust normalerweise, sondern ein paar mehr. Irgendwie mal 3 oder 4 oder so, dass man mal so ein bisschen hin und her hüpfen kann. Und wenn man dann schon 2 oder 3 in seinem Gebiet hat, dann fällt natürlich alles andere leichter. Das stimmt. So. Jetzt letztes System und dann kann ich auch Frieden schließen mit ihnen. Das hoffe ich doch. Ja, das ist gut. Und ich habe direkt noch eine Tradition, kann ich noch machen. Da habe ich jetzt gewählt, Einflusskosten von Sternenbasen reduziert. Sehr schön. So, jetzt... Ah nein, jetzt holt er sich das System da hinten zurück. Oh nein, ey, so ein Blödmann. Verkrümeln Sie sich. Na gut, dann muss ich das mir jetzt wieder zurückholen. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Dann habe ich da so eine Lücke mitten in meinem eroberten Gebiet. Das finde ich jetzt auch nicht so hübsch. Hoffe, das schaffe ich jetzt noch zeitlich.
Jetzt hat er sich nämlich genau das da geholt. Ich kann mal kurz in die Ansprüche reingucken. Ja, genau dieses eine fucking System. Nervenaufreibend. Absolut nervenaufreibend. So. Ich baue mal noch ein paar Schiffe. Damit ich dann aus diesem Krieg stärker hervorgehe, als ich reingegangen bin. Das mag ich immer gerne, wenn man am Ende des Krieges mehr Raumschiffe hat als vorher. Solange man sich's noch leisten kann, sozusagen. Apropos leisten können, ich kann es mir überhaupt nicht mehr leisten. Ich habe überhaupt keine Energie mehr, ey. Minus 41, das ist nicht so super. Aber da kommt es mir doch sehr gelegen, dass gerade eine neue Welt besiedelt wurde. Und ich da mal ein paar Kraftwerke bauen kann als erstes. Und Bewohner. Construction complete. So. Bauen wir da auch noch ein Kraftwerk und dann ist schick, ist das. Schick ist es. Schick ist es. So, dann sammelt sich jetzt mal bitte meine Flotten nochmal hier in dem System. Ist hier noch irgendwo ein Planet? Nee, ne? Die sind alles keine Planeten in den Systemen drin, die ich erobern muss. So, dann können sich hier die Flotten, können die sich vereinen? Ja, die sind nicht so groß. Da habe ich wieder eine 4000er und kann mir nochmal die beiden Systeme hier holen. Also dafür, dass der Krieg am Anfang echt so aussah, als wird das nicht so toll werden, vor allen Dingen, weil mich ja parallel noch diese Raider angegriffen haben, die er wahrscheinlich bezahlt hat, wenn wir mal ehrlich sind. Dafür muss ich echt sagen, hole ich mir jetzt 10 Systeme von ihm ungefähr. Ist gar nicht so schlecht. Kann ihn richtig, richtig fertig machen. Der hat danach nicht mehr viel. Der hat nur noch sein halbes Gebiet ungefähr. Naja, sein halbes, das stimmt nicht ganz. Ich habe ihm jetzt ein Viertel. Okay, der ist schon noch größer als ich. Ich habe den irgendwie nicht beachtet, dass der so groß ist. Der ist schon ganz schön ausgebreitet. Also umso besser, dass ich ihm mal ein bisschen was wegnehme. Bevor der sich hier mega platt breit macht. Nein, jetzt hat er echt... Oh, der Krieg ist beendet. Scheiße. Bevor ich die zwei Systeme mir noch zurückholen konnte, die er sich wiedergeholt hat. Naja. Also ich ver... Ist okay. Ist okay, es ist eine gute Stelle, um Eroberungspause zu machen. Da ist auch nur ein Choke, ein Zugang. Ist in Ordnung. Dann baue ich das System jetzt direkt mal aus mit einer Sternenbasis. Ist okay. Könnte schlimmer sein. Akzeptiere ich. Das werden wir akzeptieren fürs Erste. Revolte, Revolte. Es ist eine Revolte. Dann bauen wir da mal schnell ein paar Bewohner, Roboterbewohner, auf seinen Planeten. Ich habe ja jetzt ein paar neue Planeten dazu gewonnen. Mit so komischem organischem Zeug drauf. Ach, Primitivlinge, ja. Kommt ihr erstmal in unser Alter, ja. Werdet ihr erstmal ein paar Millionen Jahre alt, dann reden wir weiter. Also wirklich. So. Wieso habe ich jetzt zwei Kolonien verloren und warum? Weiß ich nicht, haben die sich vielleicht losgesagt von dir? Hassen die dich vielleicht? Nee. Achso, kann ja sein, mich hassen immer alle. Also jetzt nicht gerade jetzt in diesem Moment, in diesem Spiel, aber so in der echten Welt. Nein, Quatsch. ich habe zu viele Planeten. Na gut, dann muss ich mal wieder... Kann ich ja vielleicht einen neuen Sektor gründen... Vor allem, welchen Planeten? Ich gründe einen neuen Sektor. Und zwar den Eroberungssektor, den super Süd-Sklavensektor hier mit meinen neu eroberten Welten. Ja, machen wir so, ist in Ordnung. So, dann gucken wir doch mal. Der Sektor kriegt noch einen Anführer, einen Gouverneur, der hart durchgreift. Baukosten planetar, das klingt gut. Da wir jetzt da relativ viel bauen müssen in dem Sektor. So, dann kriege ich jetzt erstmal ein bisschen weniger raus aus dem Ding. Und dann kriegt der jetzt... Oh, habe ich dem jetzt echt gerade 1000 Energie gegeben? Ich bin so dämlich. Hupsi, wollte ich überhaupt nicht. Hupsi. Ja, ich habe echt gerade dem Sektor aus Versehen... Ich habe Steuerung gedrückt gehalten und so habe ich ihm halt aus Versehen 1000 gegeben. Ich wollte ihm eigentlich nur 100 Energie geben.
Oder 200 oder so. Tja, egal. Pff, passiert. Ist aber nicht so schlimm, weil ich habe nur noch minus 13 Energie und das geht eigentlich. Das ist eigentlich in Ordnung. So, dann können sich ja die Flotten hier noch vereinigen, in den Orbit einfliegen. Wo ist denn hier das Hauptgebäude? Ich finde auch immer das scheiß Hauptgebäude nicht. Ich finde das nicht so klar kommuniziert, wo das ist, weil das sieht so ähnlich aus wie alle anderen Gebäude. Das ist nicht, es sollte, finde ich, noch ein bisschen beeindruckender sein, so wie ein riesiger Turm oder so, dass man es leichter erkennt. Ich bin ja auch der einzige Depp, der nie das Hauptgebäude findet, aber ich glaub's fast nicht. Ach so, oh Gott, das muss ich als, oh Gott, haben die das kompliziert gemacht. Was ist denn? Das muss ich bauen. Ach so. Also wenn ich ein Gebäude, also einen Planeten erobere, das Hauptgebäude ist ja irgendwie bei den Robotern scheinbar anders. Auf jeden Fall gab es das nicht und ich muss das jetzt bauen. Aha. Mhm. Verrückt. Verrückte Kiste. Das jetzt? Dann bau das mal. Und wenn ich das nicht rechtzeitig mache, was passiert dann? Der Planet weg. Das explodiert wär's. Der Planet. Dann implodiert der Planet. Er löst sich in sich selbst auf. Genauso wird es nämlich sein. Dass die, den Grafikeffekt haben sie noch nicht drin, aus irgendeinem Grund. Kann ich gar nicht verstehen. Basti, wenn du dich noch ein bisschen weiter ausbreitest, dann treffen wir uns. Du bist nicht mehr weit weg von mir. Mit deinem rechten äußeren Arm, der sich da so nach Osten greift, bist du nur noch 4 Sprünge von meinem Gebiet entfernt. Aber da ist doch die Hüftnerhegung. Ja, na, die kriegt man, das sind meine Freunde, da kannst du durchfliegen. Das sind meine Freunde. Die sind lieb, mit denen bin ich verbündet. Die sind sie lieb. Ja, zu mir ist doch egal. Ich wollte alle töten. Egal, ist doch egal. Ich kann ja mal mit denen noch irgendwie ein geileres Handelsabkommen machen oder sowas. Hüftner. Machen wir Forschung. Forschung mögen doch immer alle. So, Kommunikation gibt's auch noch. Hier haben wir noch Kommunikation. Dann kriegen sie noch strategische Ressource. Da steht er doch auch drauf, genau, dann könnt ihr mir dafür ein bisschen Energie geben. Ach, guck mal, wie perfekt ich hab das ja, alles. Ich hab ja Dings, ich hab Dings. Moment. Du hast Dings? Na, musst du. Ja, ich hab Dings. Das ist echt praktisch, wenn man keine Nahrung braucht und aber die einzige strategische Ressource, die man hat, die ist, dass man 10% mehr Nahrungsproduktion hat. Das heißt, die kann man immer sofort weghandeln. Brauche ich nicht, Leute. Nehmt sie. Ich kann jetzt überall. Das kann er wieder. Da kann er wieder ein Kontrollzentrum bauen. Wer macht das? Ich hab's nämlich jetzt endlich freigeschaltet. Nice. Zusammen mit den jeweiligen Verbesserungsgebäude, weil Energie habe und Mineralienveredelungszentrum habe ich jetzt auch freigeschaltet. Und ich habe ja gesagt, die synergieren ja zusammen. Das ist natürlich super. Das ist natürlich super. So, dann. Ach, hier sind immer noch nicht genug Gebäude auf dem Planeten. Das gibt's ja gar nicht. Ein planetaren Schild können wir da mal bauen. Genau. So ein richtig geilen Planetary Shield. Und die Starterfahrung Armee können wir da auch mal erhöhen. Genau. Dann muss ich nur dran denken, da dann Armeen zu bauen. Resal Geti Prime. Wo ist denn der? Dann baue ich da doch direkt mal ein paar Armeen. Achso, das Gebäude ist ja noch nicht fertig. Das bringt ja jetzt noch überhaupt nichts. Quatsch. Erstmal warten. Baugeschwindigkeit Gebäude plus 50%. Finde ich gut. Das ist mal echt ein Bonus, den kann man sich geben. 50% schnelleres Bauen. So. Ah, ich habe jetzt auch fast eine 6000er Flotte. I like. Daumen hoch. Daumen hoch für 6000er Flotten. So, dann können wir ja mal gucken, ob wir hier langsam auf dem Planeten mal, die verhungern ja eh über kurz oder lang, meine eroberten Gebiete, dann können wir auch einfach mal die Leute säubern hier, ne? Säubern ist, klingt doch gut, sauber ist doch was Gutes. Wenn eine Wohnung sauber ist zum Beispiel, ist das was sehr Gutes. Ich sehe da jetzt nichts Problematisches dran. Also, Säuberung. Alle von Planeten säubern. Und wir machen schön sauber, das wird gut.
kommen da hin und wir nehmen unsere kleinen Tentakelärmchen und putzen alles sauber, 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 sauber. Genau. Ich säuber auch gerade den Planeten. Du bist so ein Schwein, das macht man nicht, ja? Das sind lebende, fühlende Wesen. Du kannst doch nicht einfach den Planeten säubern. Baust du überall irgendwelche Vernichtungslager und dann kommen die da rein oder was? Oder machst du das mit Orbitalbombardements wie so ein Feigling? Schlimm finde ich das, schlimm, Basti, ich komme damit nicht klar. Ich mach's ganz anders, die werden einfach vom Energiekern aufgesaugt. So. Ah, werden die dann wenigstens noch in Energie umgewandelt, die Zellen und so? Dass du auch noch was davon hast? Ja. Das finde ich gut. Ja? Das ist ja so richtig Matrix-Style fast. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Was denkst denn du? Ich denk gar nichts. Ich bin hier nur der Spieler. Meine Roboter denken für mich. Alles gut. Das ist gut. Ich denke hier gar nicht. Ich denke überhaupt nicht. Ich bin nur der Spielleiter hier. Mein Gebiet ist jetzt auch schon... Es ist eine riesige, lange Schlange irgendwie. Ich schlängel mich hier schon wieder durchs Universum. Schlängel, Schlängel, Schlängel. So. Na gut. Das lief doch gut. Wir machen eine Pause. Es ist wieder soweit. Es tut mir leid, aber es ist wieder soweit. Zeit für Pause. Und nächste Folge werde ich mal dann doch versuchen, hier oben was gegen diese blöden Insektenviecher zu tun, die da mein eines super Mineraliensystem belagern. Das Problem ist, um an die ranzukommen, muss ich an dieser Raiding Fleet vorbei, die in meinem einen System lagert. Und ich weiß ehrlich nicht so genau, was die da machen, also weil die sind mir als feindlich angezeigt und ich finde es doof, dass die da sind, weil ich kann da nur ganz schwer vorbeifliegen, ohne dass die mich angreifen. Und mit ihnen reden kann ich halt auch nicht, also die lassen sich nicht ansprechen. Marauders. Wir kennen ein gutes Ziel für Überfälle. Hört einen erfahrenen Anführer an. Ich könnte sie weglocken, indem ich ihnen ein Überfallziel diktiere. Dafür brauche ich aber erstmal einen Rivalen. Habe ich Rivalen? Hast du Rivalen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine. Ich kann ja mal den Typen hier, die meine Nachbarn sind, da kann ich ja, die mich eben angegriffen haben, kann ich ja mal die Rivalität erklären. Ich mache das jetzt einfach mal. Bamsen. Mit denen bin ich eh nicht so gut zu sprechen. Auf die sind auf mich nicht gut zu sprechen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Pff, ja, ich auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich ihn gerade ein Viertel ihres Reichs genommen habe. Ich kann ja mal gucken, was kostet das denn, die zu bezahlen. Das kann ich mir bestimmt nicht leisten, ne? Vergesst es. Wir verabschieden uns, aber mit den richtigen Anreizen lässt sich das arrangieren. Ich wüsste gerne vorher, wie viel das kostet. Weißt du, wie viel sowas kostet? So einen Angriff bezahlen? Wahrscheinlich ein paar tausend Energie oder so, ne? Ich glaube unterschiedlich. Ich kann mir das halt gerade nicht leisten. Naja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal. Machen wir nächste Folge. Dann gucke ich mir das mal an, was man da bezahlen muss. Und dann schaffe ich es da auch wieder durchzukommen. Weil momentan ist dieses System hier um Ra's al Ghedi Prime ist leider ein Knotenpunkt. Das ist hier das einzige System, wo ich durchkomme. Das ist ein Chokepoint. Und mein Reich ist in der Hälfte geteilt dadurch, dass da diese 7000er Alien-Flotte ist. Das ärgert mich ein bisschen. Naja, bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Macht's gut.